Hallo und herzlich willkommen zu Von der Hafenstraße, unser RWE-Talk. Wir haben heute einen besonderen Gast hier, Markus Uhlig, der Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiß Essen, wird uns einige Fragen beantworten. Themen gibt es ja sicherlich genug, auch natürlich zum Sportlichen. Gestern am Sonntag ein wichtiger Sieg, 2:0 gegen Borussia Dortmunds U23. Das tat allen gut. Zudem sitzt neben uns noch Ralf Wilhelm, auch ein RWE-Reporter von der WAZ. Und ja, wir haben wie immer 19:07 Minuten Zeit für unseren Talk und ja, dann wollen wir mal starten mit einem Thema. Und Justus Heinisch möchte ich dann noch erwähnen, ja? Hallo. Wir wollen mal mit einem Thema starten, das nicht sportlich ist. Und zwar gestern, vor dem Spiel kam die Nachricht auf, dass es einen Überfall auf Schalke-Fans gegeben hat, einen Angriff, die zum Auswärtsspiel nach Berlin fahren wollten. Und an dem sollen wohl Fans oder Anhänger, wie auch immer man das nennen möchte, von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen beteiligt gewesen sein. Herr Uhlig, was können Sie dazu sagen? Wir haben gestern uns schon zu diesem Vorfall geäußert. Wir sind durch die Polizei vor dem Spiel gestern darüber informiert worden und der Kenntnisstand, den wir aktuell haben, der deckt sich ungefähr mit dem, was auch bereits medial über diesen Vorfall bekannt gegeben worden ist. Man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht zu schnell drauf reagiert, aber dass das Dinge sind, die niemand braucht, das haben wir gestern schon kommuniziert und ich möchte noch mal in aller Deutlichkeit sagen, bevor wir jetzt ganz genau wissen, welche Gruppierungen da beteiligt waren im Einzelnen, erstens natürlich schnelle und rasche Genesung an alle, die dort verletzt worden sind, insbesondere natürlich auch die Unbeteiligten. Und das Zweite, dass wir als Rot-Weiß Essen Vorfälle solcher Art, Handlungen dieser Art absolut verurteilen. Das hat nichts mit dem Geist von Rot-Weiß Essen zu tun. Und das sind dann oft auch Gruppierungen, die dann sozusagen als Fans oder als Anhänger von Rot-Weiß Essen durch die Gegend laufen. Für mich, für uns sind das keine Anhänger. Solche Leute, die so aktiv sind, die so unterwegs sind, haben für mich jedes Recht verwirkt, sich Anhänger oder Fans von Rot-Weiß Essen zu nennen. Okay, ja, klare Worte. Aber ich denke, wir haben ja wie immer nur 19:07 Minuten Zeit, dann sollten wir uns jetzt auch ums Sportliche kümmern. Wichtiger Sieg, bereits angesprochen, 2:0 gegen Dortmund. Da fielen ihm bestimmt einige Steine vom Herzen, oder? Ja, ich glaube, das hat man gestern im Stadion überall gemerkt. Große Erleichterung. Nach den zuvor 7 Spielen ohne Sieg, manche haben gar nicht mehr so richtig gewusst, wie sich das anfühlt, ein Spiel zu gewinnen. Dann kam natürlich noch diese komische WM-Pause dazwischen. De facto hatten wir gut 3,5 Monate kein Spiel mehr gewonnen und wir haben natürlich auch die aufkommende Unruhe registriert. Das merkt man dann auch schnell und so wie sich alle Beteiligten, ob das jetzt Spieler, Fans, Mitarbeiter, alle, die dabei waren, auch gefreut haben, wie groß die Erleichterung, die spürbare Erleichterung war, das tat schon gut gestern, ja. Glauben Sie, dass das Spiel bei Viktoria Köln vielleicht sogar nötig war, um die Spannung wieder zu erzeugen? Alle waren so ein bisschen so unmotiviert, möchte ich jetzt nicht sagen am Montagabend, aber da fehlten ein paar Prozente und die waren jetzt wieder da am gestrigen Sonntag. Kann das sein, dass wir so ein Erlebnis gebraucht haben für alle? So Fragen im Nachhinein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Drehbuch so geschrieben haben, so nach dem Motto, lass uns mal in Köln so ein bisschen Larifari spielen, damit wir gegen Dortmund wieder alle Sinne geschärft bekommen. So ist es ja nicht. Und ich habe das auch nach dem Spiel gesagt, so wie ich es auch empfunden habe. Wir haben nach dem Spiel in Köln, gab es ja wirklich diese Rufe, wir wollen euch kämpfen sehen. Ich glaube, eins kann man unserer Mannschaft oder konnte man unserer Mannschaft noch nie absprechen, dass sie nicht gekämpft hat. Aber zwischen Kämpfen, ich glaube, das tut die Mannschaft immer, und wirklich, da geht es dann auch oft so um Nuancen. Das sind so diese schwer erklärbaren Bereiche, diese 1, 2, 3%, die dann manchmal hier und dort noch fehlen. Das war in Köln so ein Spiel, wo man nicht den Eindruck hatte, dass unsere Mannschaft mit allem, was sie hat, von der ersten bis zur letzten Minute alles reinwirft, um hier als Sieger oder um dort als Sieger vom Platz zu gehen. Und das hat man auch so in der Abstrahlung so ein bisschen gemerkt. Das sind dann auch so unterbewusste Dinge manchmal, die man nicht so richtig greifen kann. Aber de facto war es in Köln so, das haben wir alle so gesehen und das haben wir dann auch nochmal deutlich
nach außen getragen und natürlich auch rein in die Kabine, dass wir da schon eine andere Anspruchshaltung haben. Ich glaube, das hat gefruchtet. Ich glaube, wir haben es insgesamt geschafft, die Sinne wieder zu schärfen, worauf es wirklich ankommt, nämlich wirklich dann nochmal diesen Meter, diesen Schritt mehr zu gehen und unmissverständlich von der ersten Minute an klar zu machen, hier kommt heute nur einer als Sieger in Frage und das ist Rot-Weiß Essen. Und das ist gestern wirklich gelungen mit einer guten Leistung, auch wenn natürlich noch nicht alles geklappt hat. Aber das war schon ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Alle haben auf das erlösende 2:0 gewartet, was dann Gott sei Dank auch fiel, kurz nach der Einwechslung von Simon Engelmann, der wieder entsprechend auch vorher schon gefeiert wurde bei seiner Einwechslung und der hinterher auch sehr zufrieden war. Und wir haben ihn dann natürlich auch befragt, wie denn so, ob er das so aufnimmt und ob denn schon alles entschieden wäre, weil er möchte ja dann vielleicht auch im Sommer sich räumlich verändern Richtung Norden. Er sagte dann, es wäre noch lange nicht entschieden. Er würde das natürlich auch alles wahrnehmen und das würde ihm auch schwerfallen. Das würde sicherlich einfließen in seine Entscheidung. Wie sieht es von Vereinsseite aus? Man möchte ihn sicherlich doch gerne behalten. Ne? Ich habe nicht damit gerechnet, dass schon so früh in diesen 19:07 Minuten die erste Personalfrage die kommt. Die Zeit ist knapp. Ich weiß ja auch, dass das immer euer Lieblingsthema ist, aber ich glaube, Simon hat gestern die richtigen Worte dazu gefunden. Es ist noch gar nichts entschieden und wollen wir mal abwarten. Fakt ist, ich glaube, Simon Engelmann ist Simon Engelmann mit allem, was er hat, was er darstellt und wie wichtig er für Rot-Weiß Essen sein kann. Das hat er gestern wieder bewiesen, dass er dann schon der Mann für die besonderen Elemente ist. Warten wir doch einfach mal ab, was passiert. Wie gesagt, Simon hat es gestern, wie ich finde, treffend und richtig formuliert. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt ganz, ganz, ganz viel Zeitdruck haben. Und von daher, glaube ich, müssen wir uns mit der Personalie jetzt nicht so beschäftigen. Also natürlich beschäftigen wir uns mit der Personalie, aber dass wir jetzt hier eine schnelle Entscheidung verkünden müssen. Eine andere Personalie, die gestern auch im Vordergrund stand, die Einwechslung von Michael Niemeyer. Ich glaube, da hat jeder so ein kleines Tränchen im Auge gehabt, als er das gesehen hat. Ne? Sie auch. Ja, ein Tränchen nicht. Also es war schon emotional. Das war auch gut und auch da, ne, das sind dann auch wieder so Seiten an unserem Stadion, an unserem Publikum, schon ein feines Gespür überall. Es waren ja schon fast Standing Ovations. Das ganze Stadion hat sich erhoben. Eine tolle Geschichte nach gefühlt 20 Monaten never ending Story und wirklich von einer Verletzung in die nächste und einer Odyssee zu Spezialisten, zu Ärzten und da muss man ja auch, man erlebt dann ja auch tagtäglich, was das mit dem Jungen macht, der dann auch mehr als nur einmal verzweifelt war, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter und dass die Geschichte sich dann jetzt so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat und dass er gestern im Prinzip sein Debüt für Rot-Weiß Essen feiern konnte. Ich hatte dann so ein bisschen Sorge, als er dann so minutenlang quasi zur Einwechslung bereitstand. Kriegen wir die 2-3 Minuten noch, dass das überhaupt noch klappt, weil der Ball wollte nicht ins Ausgehen. Eine kleine Geschichte dieses Spiels, eine tolle Geschichte und gefühlt ein Neuzugang mitten in der Saison. Ja, und dann wurde gefeiert, ein paar Sekunden später, als abgepfiffen wurde. Sie haben schon gesagt, damit ist auch die Serie geendet, 7 Spiele ohne Sieg. Sie haben vorhin schon auch gesagt, dass es klare Worte Richtung Kabine gab. Natürlich, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, was war so die letzten Wochen innerhalb oder rund um die Mannschaft los? Was wurden da für Worte getroffen und auch für Analysen gezogen? Ich glaube, da ist ja auch schon sehr, sehr viel drüber gesprochen und geredet worden. Jetzt wollen wir auch das nicht höher hängen als nötig. Ich glaube, weder diese erste Serie, über die ja auch dann wochenlang geredet wurde, diese 9 Spiele ohne Niederlage, noch jetzt diese 7 Spiele ohne Sieg, die kann man nicht so in einem greifen. Ne? Da waren in beiden Spielen oder in beiden Serien gute Spiele dabei und in beiden Serien auch schlechte Spiele. Und ich finde, es gibt dann auch nicht so den einen Leistungstrend jetzt in diesen 7 Spielen ohne Sieg, dass die Leistungskurve quasi linear nach unten gegangen ist. Ich finde, das kann man gar nicht sagen. Wir haben zuvor gegen Duisburg ein richtig, richtig gutes Heimspiel absolviert, wo wir uns nicht belohnt haben, wo dann sicherlich, und also ich gehöre jetzt nicht zu der Spezies, die immer sofort reflexartig auf den Schiedsrichter gehen, aber da muss man, glaube ich, schon sagen, dass es da zwei spielentscheidende, sehr, sehr unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters gegeben hat. So, und auch das macht was mit der Mannschaft. Wenn du dann
Wenn du dann ein paar Spiele nicht gewinnst, mehrmals ganz nah davor bist und dann so wie gegen Duisburg dann in der letzten Minute noch zwei Punkte abgibst, das kommt alles so mit in den Rucksack rein und vielleicht war der Rucksack dann irgendwann vielleicht ein bisschen zu schwer, sodass dann dieses Spiel, diese Leistung in Köln zustande gekommen ist. So, und wenn wir jetzt mal das große Ganze wieder sehen, wenn wir auf die Tabelle gucken, wir sind Aufsteiger, wir haben unsere Phasen gehabt, das ist keine Saison, die sozusagen gleichmäßig läuft, sondern wirklich mit Ups und Downs, aber insgesamt stehen wir, glaube ich, ganz okay da. Wir haben Stand jetzt 7 Punkte Vorsprung vor dem ersten Absteiger tabellarisch. Auch das ist noch kein Ruhekissen oder kein Ruhepolster, aber wir sind im Plan, nicht mehr, nicht weniger und von daher müssen wir das alles mal so ein bisschen einordnen und die Kirche auch im Dorf lassen. Jetzt gab es gestern noch einen traurigen Anlass. Die A-Jugend hat den Klassenerhalt nicht geschafft in der Bundesliga. Nach einem Jahr, was glaube ich das Beste war in der Vereinsgeschichte bis jetzt, mit dem Abschneiden und dem Pokal. Und jetzt geht es rauschend nach unten mit einem Sieg bis jetzt. Was mich erstaunt hat, die Ruhe, die der Verein bewahrt in der Trainerfrage, ist ja nicht immer so in der ersten Mannschaft gewesen in der Vergangenheit, aber bei der Jugend hat man jetzt treu zu Suat Tokat gestanden und wird es vermutlich noch weiter tun? Ja, natürlich nicht schön, also der Abstieg ist natürlich nicht schön, ist auch nicht gut. Das haben wir uns sicherlich anders vorgestellt und das werden wir sicherlich dann auch nochmal in Ruhe in dem geeigneten Kreis analysieren. Haben wir uns sicherlich anders vorgestellt. Insbesondere, Sie haben es gerade gesagt, nach dem richtig guten letzten Jahr, eine richtig gute Mannschaft, haben wir uns sicherlich nicht vorgestellt, dass wir dann ein Jahr später absteigen. Aber auch da sollten wir jetzt nicht zu viel Trübsal blasen, das müssen wir annehmen, das ist so. Jetzt gilt es einerseits, das Ganze schnell wieder so aufzubauen und die richtigen Schritte in die Wege zu leiten, dass wir in der nächsten Saison aus der Niederrheinliga wieder in die Bundesliga aufsteigen können. Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass im Jugendbereich natürlich auch die Ergebnisse zählen, aber vielleicht nicht ganz so nur im Fokus stehen wie dann im Männerbereich. Hier geht es auch immer um Entwicklung, hier geht es darum, das ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht darum, auch in diesem Jahr sich die Mannschaft anzugucken, den Kader anzugucken. Gibt es Spieler, die dann vielleicht den nächsten Schritt gehen können, die wir dann in die erste Mannschaft integrieren können? Was passiert mit den Spielern, die aus der U17 rauskommen in die U19? Schaffen wir es nächstes Jahr eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die trotz der Voraussetzungen nicht mehr Bundesliga, sondern Niederrheinliga dann eine erfolgreiche Saison spielen kann? Und schaffen wir es, eine Mannschaft zusammenzustellen, wo auch dann wieder vielversprechende Talente sich im Bereich der U19 zeigen können, die dann vielleicht den nächsten Schritt gehen können in die erste Mannschaft? Das sind die Themen. Nicht schön, gar nicht schön und auch nicht gut. Und der Schritt wird schwieriger, ne? Von der Niederrheinliga in die dritte Liga. Das ist schon bockschwer, da hinzukommen. Ja, ne? Aber vielleicht, ich neige immer dazu zu sagen, okay, das ist immer Risiko und Chance und jetzt ist es so, wie es ist, lass uns das Beste draus machen. Dann wird sicherlich nächstes Jahr ein anderer Fußball sein. Wir werden dann wahrscheinlich zu den Top-Favoriten gehören und haben dann vielleicht auch ein Stück weit eine andere Art Fußball, die wir dann spielen müssen, dominanter spielen müssen mit vielen Offensivaktionen. Das kann auch eine Chance sein und ich bin sehr gespannt und traue das auf jeden Fall den Verantwortlichen auch bei uns im NLZ zu, ja, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die den sofortigen Wiederaufstieg schaffen kann. Vielleicht daran angeknüpft eine Frage. Uns haben im Vorfeld viele Leserfragen erreicht. Danke dafür. Wir bitten um Verständnis, dass wir jetzt hier nicht alle fragen können. Aber eine Leserin hat uns gefragt, ob Sie vielleicht eine Erklärung dafür haben, dass in der Vergangenheit Spieler, die bei Rot-Weiß Essen vielleicht nicht den Durchbruch geschafft haben, dann woanders durchgestartet sind. Sie hat als Beispiel den Kevin Behrens angeführt, der jetzt mit Union Berlin die große Überraschung in der Bundesliga ist. Woran könnte sowas liegen? Ergänzung Boris Tomiak, der jetzt in Kaiserslautern zweite Liga spielt, mit Erfolg. Ja, woran kann das liegen? Natürlich wissen wir und bekommen das auch mit, dass das häufig thematisiert wird. Ich glaube nicht, dass das ein exklusives RWE-Thema ist oder ein exklusives RWE-Problem. Es gibt Spieler, es gibt Karrieren, es gibt dann immer den berühmten nächsten Schritt. Ein Spieler wie Kevin Behrens, natürlich eine Nummer, wenn jetzt so ein Spieler wie Kevin Behrens über Jahre bei Rot-Weiß Essen geblieben wäre und der jetzt noch immer für uns spielen würde.
da gibt es nicht den einen Grund oder die eine prägnante Sache, die man da rausgreifen kann. Ich glaube schon, dass Rot-Weiß Essen ein besonderer Verein ist, besondere Kulisse. Man muss schon auch dann vielleicht auch in jungen Jahren das schon auch abkönnen und mit dem Druck, der einfach hier vielleicht etwas anders ist als in vergleichbaren Standorten umgehen können. Das passte oder passte dann vielleicht das ein oder andere Mal nicht bei dem einen oder anderen Spieler, aber es gibt nicht den einen Grund, dass man jetzt sagen kann, Rot-Weiß Essen zieht dieses Pech immer magisch an oder hat eine negative Aura. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, diese Geschichten, die sind auch ein Stück weit alle schon ein paar Jahre her. Boris Tomiak, der einen super Weg gemacht hat, auch das kann man vielleicht positiv sehen. Okay, dann bei uns sozusagen die ersten Schritte in seiner Karriere, in seiner Profikarriere gemacht. Und Kevin Behrens, das ist 7, 8 Jahre her. Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, die Zeit rast schon. Lassen wir uns noch kurz über die nächsten Wochen und Monate reden. Sie haben schon gesagt, 7 Punkte beträgt jetzt so der Abstand auf die Abstiegsplätze. Wann ist denn so der Zeitpunkt, dass man für die nächste Saison schon planen kann? Wahrscheinlich läuft alles schon auf Hochtouren, aber ja, was steht jetzt so in den nächsten Wochen an? Genau, mit dem Sieg gestern können wir alle ein bisschen durchatmen. Die 7 Punkte sind jetzt erstmal da. Aber natürlich, das hat auch unser Trainer gestern richtigerweise betont, wir haben noch eine Menge vor uns und diese Liga, die so gefährlich ist und so tückisch ist, da ist man quasi erst dann in Sicherheit, wenn man wirklich auch tabellarisch in Sicherheit ist. Das sind die Aufgaben für die nächsten Wochen. Sportlich, hinter den Kulissen geht es zunächst mal darum, den Lizenzantrag für die neue Saison, für die Drittligasaison zu finalisieren. Das ist jetzt eine Schwerpunktaufgabe für diese Woche. Ansonsten natürlich im sportlichen Bereich Scouting, Kaderplanung, das sind jetzt keine Themen, mit denen man irgendwann anfängt. Das hört nie auf, das sind beides so 365 Tagesthemen. Daran arbeiten wir jeden Tag und wenn dann sozusagen erste Personalentscheidungen für die kommende Saison feststehen, dann halten wir es immer, wie wir es auch zuletzt gemacht haben, dass wir sie dann auch erst bekannt geben. Scouting ist ein gutes Stichwort. Man hat munkeln gehört, dass es vielleicht auf mehrere Schultern verteilt wird, die Aufgabe des Chef-Scouts, der jetzt gegangen ist zum VfL Bochum. Wie ist da die Planung? Genau, Stanko Patkovic, der uns in die erste Liga verlassen hat. Stanko, wenn du es siehst, Glückwunsch nachträglich. Hatte jetzt am Wochenende Geburtstag. Natürlich für uns keine positive Nachricht, dass wir jetzt auf Stanko Patkovic, der wirklich auch einen großen Anteil an der einen oder anderen Personalentscheidung hatte, dass wir ihn jetzt ersetzen müssen, aber auch dann eine Chance und auch unser klares Ziel, dass wir uns in dem Bereich, im Bereich des Scoutings breiter aufstellen, sowohl in der Struktur als auch im Personal. Ein Bereich, der zunehmend wichtiger wird, gerade als Drittligist, vielleicht mit dem Einsatz von ein wenig mehr Mitteln, wo man dann wirklich die Chance hat, so viel mehr rauszuholen, richtige Entscheidungen zu treffen. Datenscouting wird ein immer größeres Thema, mit dem wir uns intensiver beschäftigen werden. Werden wir zeitnah die ersten Entscheidungen treffen und sie dann auch bekannt geben. Das steht gerade an und ansonsten fiebern wir natürlich alle auf das nächste Wochenende hin, wenn wir zum nächsten Auswärtsspiel nach Ingolstadt fahren. Neben mir saß gestern Helmut Schulte, der hatte auch Verdienst im Nachwuchsbereich. Der hatte rein hobbymäßig das Spiel angeschaut. Oder? Helmut Schulte? Ja. Ja, ich habe gestern so viele Leute aus der Branche gesehen, einige Trainer, einige Manager, Figuren aus dem Fußball, die sieht man immer an der Hafenstraße. War der Sonntag, da gehen sie alle so, hin, ne? Genau, gestern war Sonntag, wo dann nicht so viele Spiele waren. Also das sind dann immer so Tage, wo man die ein oder andere Figur mehr aus dem Fußball im Stadion trifft. Von daher, ja, nichts Besonderes. Gut. Ja, Ingolstadt, geht's weiter? Wie Sie schon richtig sagen, was sind so die Erwartungen oder auch Hoffnungen für dieses Spiel? Ist ja ein sehr hochkarätig besetzter Kader, aber irgendwie scheinen die PS nicht so richtig dabei, Audi auf die Strecke zu bringen. Ja, Audi ist eher im Hintergrund, spielt aber nicht mit. Aber natürlich, genau wie Sie sagen, eine hochkarätig besetzte Mannschaft, eine nominell hochkarätig besetzte Mannschaft, die sicherlich auch vor der Saison zu den Top-Favoriten gezählt hat, vielleicht auch immer noch eine kleine Chance hat, aufzusteigen, haben jetzt am Wochenende in Saarbrücken gewonnen. Wir wissen, dass die Trauben dort hochhängen, aber wiederum auch nicht so hoch, als dass man sie nicht greifen und mit nach Hause nehmen kann. Ziel ist es sicherlich auch in Ingolstadt was mitzunehmen, um dann halt wirklich mit einem gestärkten Selbstvertrauen in das Bayreuth-Spiel zu gehen, was wir dann natürlich auch mit aller Macht wieder gewinnen wollen. Die ersten 85 Minuten waren ja auch richtig gut im Hinspiel, an die erinnert man sich gerne. Die letzten 5 Minuten waren ja nicht mehr so schön. Aber vielleicht hat er manchmal daraus gelernt im Hinnehmen. Das hoffe ich auch, dass da ein Lerneffekt eingetreten ist und dass wir jetzt mit mehr Stabilität in dieses Spiel reingehen können.
Ein super Schlusswort. Die Zeit läuft in wenigen Sekunden ab. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Uhlig. Alle Informationen und News rund um Rot-Weiß Essen gibt es natürlich die nächsten Tage und Wochen weiterhin bei watz.de und reviersport.de. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche.